Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom 1889 FM Aftermatch Talk nach einem unfassbar krassen Spiel, das dann 4-2 für uns in Ingolstadt ausgeht, habe ich mir jemanden geschnappt, den ich auf der Pressetribüne gesehen habe. Unser Stürmer, lebende Stürmerlegende, Marco Grüttner. Servus. Servus zusammen, hi. Schön, dass du Bock auf die ganze Geschichte hast. Gerne. Erstmal die Frage, wie geht's dir persönlich? Schaust erholt aus. Ja, mir geht's sehr gut. Familie geht's gut und mir natürlich auch. Und ja, nach so einem Sieg natürlich macht's umso mehr Spaß. Aber du verbist auch so ein bisschen Ringsburg. Ich habe dich auch schon im Jahnstadion, hast du Urlaub gemacht. Wir haben ein bisschen was bei dir hinterlassen, oder? Definitiv. Ich glaube, das weiß jeder, dass Regensburg bei mir im Herzen ist. Unser Sohn ist in Regensburg geboren, deswegen ist das immer eine besondere Verbindung. Und man verfolgt es natürlich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich war schon öfters im Stadion, auch dieses Jahr schon ein paar Mal. Und Gott sei Dank war es auch dann von Erfolg gekrönt, ja. Aber heute hat man so richtig Flashback zu deinen erfolgreichsten Zeiten, oder? Also die Mannschaft spielt ja genauso wie zu deinen Zeiten. Also hinten ein bisschen Harakiri heute, die letzten Wochen nicht. Aber vorne muss auf einmal treffen wir auch die Stürmer. Also heute war irgendwie dieser ganz Knotenlöser-Tag und die Mannschaft feiert auch noch in der Kurve. Hat sie sich verdient, also. Ja, also hoch verdient, wie sie feiern vor den Fans, wieder unheimlich viele mitgekommen, ist überragend. Und nach so einem Spiel, nie aufgegeben, immer alles nach vorne geworfen, attackiert vorne, hoch angelaufen und ein verdienter Sieg. Wir sind eigentlich viel besser ins Spiel gekommen. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber wir haben keine zwingenden Torchancen gehabt, aber wir haben nach vorne gut durchkombiniert. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Ingolstadt irgendwie das Spiel unter Kontrolle bekommt und dann brechen sie über die linke Seite durch. Da kommt die Flanke, Zuordnungsprobleme und Deichmann köpft den unhaltbar für Gebhardt ein. Dann sind wir so ein bisschen geschwommen. Wie fühlt man sich da auch als Spieler, wenn es eigentlich läuft und dann kommt eine so eine beschissene Aktion und alles ist so über den Haufen geworfen? Ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, die ersten 20 Minuten war der Jan klar besser, haben es halt verpasst, das Tor zu machen. Und wie es halt mal so ist im Fußball, mit der ersten großen Chance, sage ich mal, macht Ingolstadt das 1-0 und hat dann ein bisschen das Spiel auf den Kopf gestellt und ist dann besser ins Spiel gekommen und war dann auch bis zur Halbzeit dann ein bisschen überlegener, glaube ich. Die Jungs haben aber natürlich immer dagegen gehalten und war wichtig, dann auch noch den Ausgleich dann vor der Pause zu machen. Und dann zweite Halbzeit auch wieder ähnlich eigentlich der Start. Ja, Ingolstadt hätte dann sogar noch das 2-0 machen können und dann haben wir uns dann langsam wieder gefunden. Glaubst du, dass es auch so eine kleine Umstellungsgeschichte war, weil Joe Ennis hat ja da auch wieder sehr viel gecoacht, sehr viel gesagt, macht die Seiten breiter. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil die Kurve immer noch feiert. Wahnsinn. Ja, überragend. Oder hat sich die Mannschaft da einfach selber da wieder reingekämpft? Ich glaube, dass beides dazugehört. Ich denke, dass der Coach gut da unten eingewirkt hat und auch, dass die Jungs natürlich unbedingt den Ausgleich erzielen wollten und das haben sie dann auch geschafft. Gerade aus das 1-1 kannst du ja vielleicht du mal kurz kommentieren. Da hat er sich mal belohnt für sein unfassbares Engagement und die vergebenen Chancen der letzten Wochen. Ja, ich glaube, wer Noah kennt, der weiß, dass er nie aufgibt und alles immer reinwirft und sich auch selber nie schont. Und die Aktion war einfach super Flanke vom Conny Faber, perfekt getimed. Und dann stand er da, wo ein Stürmer dann halt stehen muss und hat das Ding dann sauber reingeköpft. Zweite Halbzeit, dann eigentlich wieder das 1-1, das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit. Der Jan leicht besser, ja, aber nicht zwingend genug. Und dann macht Mause einfach das 2-1 aus meiner Sicht. Naja, der Pass war traumhaft natürlich. Ja, ja. Aber es gab Abstimmungsprobleme zwischen Bräuning und Bittrow, weil keiner wusste, wer der erste Verteidiger ist, der dann hingeht. Und dann war er zu schnell, als dass man noch irgendwas machen könnte. Notbremse wäre vielleicht noch gegangen. Aber ja, aber ich glaube, im Endeffekt war es besser so, keine Notbremse zu machen. War schön rausgespielt. Klar hätten wir es verteidigen können bzw. müssen, aber ja, der Abschluss war dann auch schön ins Eck. Also muss man auch mal lassen, ganz cool geblieben und dann das Ding verwandelt. Normalerweise lege ich mich ja tierisch beim Live-Kommentar auf, aber heute war ich relativ ruhig, weil ich immer in jeder, ja trotz diesen zwei dummen Gegentoren, das Gefühl hatte, wir haben das Spiel im Griff, wir können es noch drehen. Wir haben eine klare Spielidee, das hat man ja schon ab und zu mal nicht gesehen, auch letztes Jahr nicht oft.
sondern aber man merkt so richtig, die Automatismen stimmen langsam. Ja, die Jungs lassen sich so ein bisschen auch von dieser Euphorie tragen und folgerichtig haben wir dann noch das 2-2, 3-2 und 4-2 gemacht. Das 2-2 auch einer unserer gescholtenen Stürmer, Hut, auch Kopfball. Also heute Stürmerknotplatztag. Ja, definitiv. Ich glaube, man merkt einfach, dass die, dass da eine Einheit auf dem Platz steht und dass die Jungs sich gut verstehen auf dem Platz und dass die niemals aufgeben. Das war ja auch immer so das Thema zu meiner Zeit, dass man einfach nicht aufgibt und alles probiert. Egal, wenn man hinten einen fängt, dann schießt man halt vorne wieder ein. Und so war das auch hier wieder eine super Flanke. Koda war es, glaube ich, der geflankt hat und sauberer Kopfball, ganz frei gewesen. Und den macht er dann gut. Und dann, man muss ja sagen, ich glaube, es war schon davor der Führungstreffer eigentlich da, wo Abseits gegeben wurde, war meines Erachtens kein Abseits. Ja, dann haben sie sich verdient den Ausgleich und dann auch mit dem Elfmeter zum 3-2 belohnt dann. Auch schön zu sehen, Faber feiert mit dem verletzten Bulic am Platz, ja. Tanzen noch zur Musik des Stadions. Also da ist eine Einheit herangewachsen, wie du schon gesagt hast. Und du hast es angesprochen, dieses vermeintliche Abseits, da kann man sich ja als Spieler auch in so eine Mitleidsphase, oh, jetzt haben wir dieses Tor nicht gekriegt und immer wir, aber nein, die haben einfach weitergefightet, dann haben wir noch einen Elfmeter rausgeholt, ja. Und auch geil, ja, Elias Hut schnappt sich den und haut ihn einfach in den Winkel, wie krass ist denn das, also das musst du auch erstmal auf die Reihe bekommen. Ja, und jetzt kommt Andi Geifel kommt auch nochmal hoch und will dich besuchen, aber er wusste nicht, dass du auf einmal als Analyst einspringen musstest. Ja, genau. Aber du hast schon gesagt, wir machen es kurz dann, dass der mal ein Tor schießt, hast du auch nicht geglaubt. Ja, also wir haben schon lange immer geflunkert ein bisschen. Glückwunsch. Und dass er dann noch ein Tor schießt, ja, das hat er, glaube ich, in der Zeit im Training nicht gemacht, wo wir zusammen gespielt haben, aber jetzt, Gott sei Dank, auch mal aus dem Spiel raus ein Tor gemacht, ja. Ja, Andi, wie ist dir das Herz in die Hose gerutscht? Ich habe gesagt, du triffst noch den Pfosten, aber du hast ihn dann eiskalt versenkt. Ja, natürlich, ich habe ihn eiskalt versenkt. Ich bin in der 90. plus 3, dann habe ich vorgesprintet. Ich wollte unbedingt das Tor machen, von weiter weg, wollte ich mit den Schießen trauen, weil ich wusste, da trifft ihn nicht. Deswegen bin ich halt ein bisschen weitergelaufen, aber am Ende bin ich froh einfach, dass wir gewonnen haben. Merci dir, ja. Ja. Geile Leistung, geiles Spiel. So kann es weitergehen. Danke, Marco, für deine Zeit. Gerne. Und jetzt viele Grüße. Feiert noch gescheit. Ciao. Servus. Wir haben uns wieder so ein bisschen gefangen, finde ich. Also der Schock des 1-0 ist überdauert, wenn wir jetzt noch irgendwie einen Stürmer finden. Feed hat sehr viel Platz, hat es gut gemacht. Bringt ihn rüber auf Faber. War ein bisschen verhungert, aber Faber hat ihn noch erlaufen. Jetzt kommt die Flanke, kommt mal ein Tor. Ja, da ist es endlich. Und Ganaus lohnt, es müsste Ganaus gewesen sein, belohnt sich für sehr viele vergebene Chancen und da macht er das 1-1, da ist es fast aus dem Nichts, Faber mit einer butterweichen Flanke auf den langen Pfosten, Ganaus mit einem halben Flugkopfball und wie ich gesagt habe, du musst ihn dann nur aufs Tor bringen, dann ist er drin, man muss ihn nicht zu sehr platziert machen. Feed jetzt wieder über die Außenseite, Dominik Kota. Komm, macht's mal was. Zwei Stürmer sind die jetzt in der Box. Jetzt kommt die Flanke. Kopfball. Tor! Da, so genau so muss das passieren. Elias Hut nickt das Ding humorlos ins Eck. Und auch wieder eine butterweiche Flanke von Dominik Hutter, glaube ich, muss es gewesen sein. Elias Hut steht bereit. Marius Funk tänzelt ein bisschen auf der Linie. Darf also man ja eigentlich nicht mehr, aber ja, man kann ja nicht alle Bewegungen. So, Elias Hut. Macht ihn im Winkel! Links oben! Kracht's! Und wir führen hier 3-2. Was ist das für ein wildes Spiel? Was ist das für ein wildes Ding? Lukas, wie geht's dem Herz? Dem Herz geht's gut. Glaube ich, wie jedem Jahr ein Herz im Moment. Also 3-2, Wahnsinn. Ball jetzt zurückgespielt auf den Keeper Marius Funk, der schlägt den Ball weit nach vorne. Klar, es bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Vorsicht, Kopfball wird verlängert. Ingolstädter schon im 16er, können da dazwischen gehen. Vorsicht, Kopfball an den, oh, und den holt Gebhardt raus. Der wäre eingeschlagen direkt unter die Querlatte und Gebhardt ist da mit einer Monsterparade. Wahnsinn. Genau das ist wieder so ein Herzschlagfinale. Die Ecke kommt reingetreten. Erstmal von uns rausgeköpft, aber die Schanzer können den zweiten Ball vielleicht. Ja,
Und jetzt kann Hottmann alleine aufs Tor zulaufen. Komm, der Torhüter läuft neben ihm, das Tor ist frei. Er muss eigentlich nur noch reinschießen. Andi Geipel ist es. Andi Geipel, Tor! Tor! Ja! 4:2. Und das ist die Entscheidung. Wie schon vor 5 oder 6 Jahren, ich weiß es gar nicht. Da ging es auch 4:2 aus. Und jetzt steht es 4:2. Nach zweimaligem Rückstand. Und jetzt brennen die Regensburger hier natürlich die Bude ab. Wahnsinn. 4:2. Wir brauchen gar nichts mehr sagen. Es ist aus. Schiedsrichter pfeift ab. 4:2 in Ingolstadt. Wie geil. Was war denn das für eine Partie, Leute? Danke. Dass wir das miterlebt haben, ey. Wahnsinn. Ja, super. Das sind solche Dinger, die du deinen Kindern in 30 Jahren noch erzählst. Geile Geschichte, geile Geschichte. Und sowas kann auch was auslösen. Sowas schweißt zusammen, Jungs.